Weiter. Duplette. Das ist die Umarex TB68 hier in 16 Joule. Das geht total, total cool. Und die gibt es auch in 7,5 Joule in Deutschland-Version. Wenn du sie einsatzfähig machen willst, packst du einfach nur hier hinten draufschlagen. Dann steht das CO2 zur Verfügung und dann geht's. Und zwar ganz halbautomatisch sozusagen. Das bedeutet einfach drücken und boom. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Gibt's in Schwarz, gibt's in Grau, gibt's in 7,5, gibt's in 16 Joule Ausführung. Übrigens, nach Deutschland schicken wir nur die 7,5 Version. In Österreich darf man halt auch die 16 Joule haben. Da halten wir uns dran und bitte halt du dich auch dran. Nachladen ist ziemlich simpel. Feder nach vor, hier die Kugeln Kaliber 68, ich habe hier Kreide. Aber da gibt es ganz viele andere Sachen. Da in das Loch rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12, 13, 14, 15. Passt noch eine rein? Ja, eine könnte noch reinpassen. 16. Dann diesen hier. Ja, da passt 16 rein. Und ich weiß, das Teil schaut irgendwie aus wie so ein Vorderschaftrepetierer, aber das ist gar nicht notwendig. Es ist ein wirklicher Halbautomat. Sehr leicht, sehr kompakt und hat trotzdem... Ravumsti kabumsti. Hier gibt es eine Sicherung, und zwar damit man den Abzug nicht betätigen kann. Hier in die andere Richtung schieben und... Boom! Der Betrieb geht mit diesen kleinen 12 Gramm CO2-Kapseln. Hinten in den Griff einbringen, zuschrauben. Nicht zu weit, nur bis du den ersten Widerstand spürst. Und jetzt möchte ich dazu sagen, ist gar nichts. Muss erst der Druck rein. Hier kannst du den Ladezustand nachschauen. Das ist ein Schlitz und da sieht man ja, auf die Kaliber 68 Kugeln rein. Es gibt ganz viele Picatinny-Schienen, da kann man Zubehör draufgeben, ist aber nicht notwendig. Warum? Du hast ein Lochgrinsel, ein Kimme-Korn-System, mit dem du sehr intuitiv schießen kannst. Natürlich billige Eigenwerbung haben wir aus der Rheine-Rosmann-Werkstatt unsere eigenen Aufsätze gemacht. Kann man entweder Container draufgeben oder eine Lampe Laser montieren, wenn man das unbedingt will. Und natürlich, wenn man es darf. Billige Eigenwerbung, das ganze Zeug gibt es sowieso bei uns im Shop. Egal. Wenn dieser Pin nicht hervorsteht, dann weißt du, das Teil ist sicher. Und wenn du es einsetzen willst, magst du einfach diesen hier. Boom! Dann wird der Pin sichtbar und dann heißt's Hossa! Na boom. Also cool das Teil ist, aber es hat einen Nachteil. Jetzt musst du einfach händisch nachladen. Ja, und das dauert ein bisschen. Ja, also es gibt dazu keine Speedloader oder ähnliches, also wenn da jemand eine Idee hat, wenn du eine Idee hast, schreib mal gerne einen Kommentar. Aber bis jetzt habe ich den Stein der Weisen dazu nicht gefunden. Bei der 16 Joule Variante kannst du das Ganze mit der CO2-Kapsel zweimal machen. Ich habe jetzt einmal die 16 rausgeschossen und machen wir gleich noch einmal. Ja, und jetzt ist aus. Kein Druck mehr drauf. Jetzt hier den Pin kurz drücken. Jetzt ist leer. Aufschrauben und wenn das von Hand nicht geht, mit einem 6er Imbus hier rein und auswechseln. Boah, ist die kalt. Und ich muss sagen, die Präzision ist überraschend gut. Und weil sie eben so kurz und handlich ist, ist es halt fürs Paintballspielen auch Duplette schießen. Weiter. Duplette. Das geht total, total cool. Diese Mündungsbremse oder Anschau von Mündungsfeuerdämpfer, das ja im Endeffekt bei einem Paintball-Teil irrelevant ist, der lässt sich nicht runterschrauben. Also das ist Metall hier, ja, das ist Metall und lässt sich fix nicht runterschrauben. Und das ist der Unterschied zu den größeren Versionen, da gibt es ja, werden wir auch einmal vorstellen, eine X-Version mit einem Repetier-Element und ich habe auch schon einige andere Sachen vorgestellt in dem Zusammenhang, lässt sich nicht abschrauben, also ist fix drauf. Dass das hier alles billige Eigenwerbung ist, ist ganz klar, gibt es ja alles bei mir im Shop. Für wen ist das Teil? Wenn du auf kurze Distanz schießen willst, trotzdem sehr präzise und maximale Energie ins Ziel bringen willst, wenn dir 16 Schuss reichen und du trotzdem noch genug Power haben willst, wenn du ohne viel Schnickschnack gut treffen willst oder du das Teil einfach von der Optik her absolut genial findest, und das muss ich da sagen,
Das ist so. Also mir bleibt nur eines übrig zu sagen, und zwar... Viel Spaß beim Paintball-Schießen, aber immer aufpassen!